Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Ja, wir bekommen immer Schmiedematerial, das finde ich gut. No, das finde ich echt toll. Super. Was haben wir noch hier? Nickel. Mhm. Nehmen wir doch alles mit. So, wir löschen mal die Nachrichten. Brauchen wir ja nicht, ne? Und wir gehen weiter zu Adusa. Zu Adusa. Wo bist du? Ach ja, genau. Jetzt sind wir wieder in Rabenwacht, ne? Aber der Graf, der ist ja nicht hier. So, aber Adusa ist hier. Wo ist denn die? Ach, da. Aha. Ist hier so eine Art Sekretärin. Erzählt Adusa die guten Neuigkeiten. Sagt dieser, dass Arkorion Doppelklinge nur eine schlechte Erinnerung ist. Arkorion Doppelklinge ist eine schlechte Erinnerung. Das ist die beste Nachricht, die diese den ganzen Tag gehört hat. Kluftspitze kann jetzt ruhiger schlafen, wenn dieses Monster nicht mehr in den Schatten lauert. Vielleicht sollten wir seinen Namen zu Keine Klinge ändern. Ja. Verstanden? Ja, ja, ja. Wie auch immer. Danke für eure Hilfe. Es ist gut zu sehen, dass Verandis in Bezug auf euch recht hatte. Kein Problem. Ich werde Verandis jetzt besuchen. Ihr macht Kluftspitze mit jeder Aufgabe, die ihr abschließt, zu einem sichereren Ort. Ihr hattet einen Vorgeschmack mit Doppelklinge. Seid ihr bereit für etwas mit ein wenig mehr Fleisch auf den Rippen? Verandis wartet doch. Was meint ihr damit? Adusa hat an diesem Codebuch gearbeitet. Sie hat Informationen gesammelt, um so viel in Erfahrung zu bringen wie möglich. Es scheint, als wären Montclairs Truppen zu allem entschlossen. Sie haben Doppelklinge angeheuert, um eine ganze Liste von Zielen auszuschalten. Wir brauchen diese Liste. Die schwarze Liste? Und dann werde ich sie mal besorgen. Habt ihr Adusa überhaupt zugehört? Ja! Holt die Liste. Ja, sag ich. Diese hat erfahren, dass Razabar die Kühne die Liste bei sich hat. Tötet Razabar oder auch nicht fünf Kralle. Ganz wie ihr wünscht. Wir brauchen nur die Liste. Na dann, ich sagte doch bereits, ich hol sie. Wenn ich wüsste, wo sie ist. Geht vom Herrenhaus aus nach Süden, um Razabar und die Liste zu finden. Folgt dem Fluss. Und ihr solltet ihr Lager zwischen Silberhuftal und dem Tamrid-Lager sehen. Mhm. Und, Razabar die Kühne hört sich gefährlich an? Razabar die Kühne ist ebenso gerissen wie brutal. Sie hat sich den Weg zur Spitze ihrer Organisation erkämpft. Sie hat eine wahre Leiter aus Blut erklommen. An ihrer Seite sind stets ein paar wilde, junge Krieger. Falls es zu einer Schlacht kommt, werdet ihr euch in einem regelrechten Krieg wiederfinden. Tja, vielleicht bräuchte ich etwas Unterstützung, oder? Diese ist eine Meisterin des Schleichens und des Beschaffens von Informationen. Manchmal schlägt Adusa zu. Doch manchmal weist Adusa auch nur mit ihrer Klinge in die richtige Richtung und lässt andere zustechen. Na dann. Dann steche ich mal zu. So, dann wollen wir mal wieder raus. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen aber nicht den Auftrag von Adusa jetzt. Sondern Verandis wartet ja irgendwie, ne? Schau mal auf die Karte. Obwohl. Es ist jetzt nicht weit von hier, ansonsten müssen wir erst bis hier rauf. Ja, aber rollenspieltechnisch, ne? Ne, wir gehen erst. Nee, ich gehe trotzdem erst zu Verandis. Ja. Ich gehe erst zu Verandis.
Weil vor allen Dingen... Was? Das passt jetzt, glaube ich. Ups, das passt jetzt, ne? Also, wir sehen uns dann wieder, ja, wenn wir die Gegend dort drüben erkunden. So. Moment. Ich werde herausfinden, was hier geschehen ist. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Habt ihr Probleme? Ah, noch ein Schüler der Geschichte? Ihr müsst es sein. Ja, nicht wirklich. Es gibt keinen anderen Grund, diese verdammten Ruinen zu besuchen. Aber ein faszinierender Ort. Ihr wisst, dass König Ranzer hier sein letztes Gefecht hatte? Niemals. Er sucht den Ort immer noch heim. Und ich möchte herausfinden, warum. Aha. Also wieder ein Geist, der durch Ruinen streift. Ja, der König und all seine Soldaten. Vor 15 Jahren ist irgendetwas in den letzten Minuten der Schlacht gegen die Orks von Vodka geschehen. Und dadurch wurden sie zum Untod verdammt. Mhm. Ihre untoten Gestalten haben bisher jeden daran gehindert, die Wahrheit in Erfahrung zu bringen. Und wie sollte ich daran vorbeikommen? Wie sollten wir daran vorbeikommen? Nun ja, das ist das Problem dabei. Doch ich hatte gehofft, da ihr nun schon einmal hier seid und mir durchaus tüchtig erscheint, wärt ihr dann vielleicht so freundlich, mich zu begleiten? Ich muss nur in den zentralen Turm gelangen. Ich bin überzeugt, dass ich dort die Antworten finde, nach denen ich suche. Ich habe mit Geistern... kenne ich mich aus, habe ich Erfahrung. Ich wusste, dass irgendwann jemand vorbeikommen würde, um zu helfen, wenn ich lange genug hier draußen bleibe. Wenn ich derjenige wäre, der ermitteln könnte, was kurz vor König Ranzers Ende geschah, dann würden Gelehrte meinen Namen für Generationen mit Ehrfurcht sprechen. Vielleicht, doch an den Feuern der Orks habe ich von dieser Schlacht noch nicht gehört. Eigentlich eine ganze Menge. Großkönig Emmerichs Streitkräfte waren gerade am Ödmarkmoor durch den Großteil von Ranzers Armeen gebrochen. Manche Narren glauben tatsächlich, dass Ranzer dort fiel, doch Moment, dem war nicht so. Doch. Er und seine treuesten Truppen zogen sich hierher zurück. Jetzt, wo ihr es sagt, die Orks haben sie hier angegriffen, richtig? Ja, Vodka war natürlich mit König Emmerich verbündet. Und die Orks hatten bereits den Großteil des Königreichs unterworfen. Hm. Auch Schornhelm. Die Schlacht... Ranzer zog sich hierher zurück und die Orks umzingelten. Fand hier statt. Die letzten Momente der Schlacht sind der Geschichtsforschung allerdings noch unbekannt. Das ist interessant, meine eigene Geschichte zu hören, zu erfahren. Könnt ihr mir mehr über diesen König Ranzer selbst erzählen? Ranzer war der König von Schornhelm und der Herrscher von Kluftspitze zu einem Zeitpunkt, den viele durchaus als Höhepunkt seiner Geschichte betrachten. Mhm. Er war auch ehrgeizig. Deshalb wollte er seine Tochter mit Emmerich verheiraten. Mhm. Doch als Emmerich seine Meinung änderte, wurde Ranzer rasend vor Zorn. Und er hat sich gegen den Großkönig gestellt? Und so begann also der Krieg. In der Tat. Ranzers Armeen marschierten gen Wegesruh. Beinahe hätten sie es auch erobert. Aber Emmerich schaffte es, eine Abmachung mit den Rotwardonen und den Orks zu treffen. Das ist wahr. Ranzers Truppen wurden bald von allen Seiten von Feinden belagert. Sie wurden binnen weniger Wochen aus Sturmhafen vertrieben. Ich denke, die Orks spielten hier eine große Rolle. Nun denn, auf geht's. Muss ich überhaupt hier rauf? Ich denke mal schon, ne? Bestimmt. Ich gehe jetzt einfach rauf. Das ist wie gemacht dafür. Meine eigene Geschichte. Ich sollte mehr darüber erfahren. Ich sollte mal wieder nach Orsinium gehen. Es wird neu aufgebaut. Nein. Wo ist er? Raus aus dem Mist hier. Verdammt. Puh, das war ein harter Kampf.
weiterhin zum Turm. Was schaufeln die hier? Schaufeln die andere Toten aus? Könnte es sein? Au! Denkt, ich bin Ranzer, nicht wahr? Nein, ich bin nicht der verrückte König. Ich bin sein Verräter. Begebt euch in die Vergangenheit und hört meine Geschichte. Es ist die Geschichte eines Verräters. Eines Verräters? Was bedeutet das? Leutnant, wo zum Vergessen seid ihr gewesen? Diese verdammten Schlafschriftrollen waren nutzlos gegen diese Rohlinge. Die Orks haben die Mauern durchbrochen und uns bleiben einschließlich der Königswache nur noch ein paar Dutzend Mann. Ich fürchte, es ist Zeit für die Kapitulation. Stehen uns denn irgendwelche andere Möglichkeiten offen? König Ranzer will, dass wir bis zum bitteren Ende weiterkämpfen. Anscheinend möchte er mit Glanz und Gloria untergehen. Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Strategie gefällt. Aber der König ist jenseits jeglicher Vernunft. Dieser verdammte Magier, den er hatte, hat ihm eine Idee eingeflüstert, die wir in die Tat umsetzen sollen. Und? Was genau sollen wir für ihn tun? Vor seinem Verschwinden erzählte Rezal Jul dem König von einer Verzauberung für den absoluten Notfall, die uns dabei helfen soll, den Fels zu halten. Wir sollen das magische Pulver aus diesen Päckchen in die Feuerschalen in jedem der Türme schütten. Was soll denn das bringen? Die Orks töten? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das unsere letzte Chance ist. Und ich es niemandem sonst zutraue, ein solch verzweifeltes Unterfangen in Angriff zu nehmen. Falls es nichts bewirkt, dann geht hinauf und erzählt es dem König. Vielleicht sieht er dann ein, dass es an der Zeit ist, sich zu ergeben. In Ordnung, General. Dann habe ich also jetzt meine Befehle. Geht so schnell ihr könnt, Leutnant. Bis wir das ausprobiert haben, wird der König nicht einmal über Kapitulation reden. Wir müssen ihn zum Einlenken bewegen, bevor es zu spät ist. General, auf ein Wort. Glaubt ihr, der König sei wahnsinnig geworden? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Es gab eine Zeit, da wäre ich König Ranzer sogar ins Reich des Vergessens gefolgt. Aber seit dem Ödmarkmoor ist er nicht mehr er selbst. Es scheint, als hätte ihn sein Hass auf Emmerich mit Haut und Haaren verschlungen. Nun denn, ich habe meine Befehle. Ich habe meine Befehle. Und erlebe wieder einmal etwas mit. Eine Geschichte. Wie so oft. Verdammt. Wohin müssen wir denn nun genau? Einfach durch die Meute, ne? Einfach mal durch die Meute durch. Grüße. Grüße. Hier,
Eines der Feuer. Moment. Dieses Pulver rein. Ja. Scheint zu klappen. Weiter geht's. Krieg, eine Schlacht, sie tobt. Doch Orks sehe ich hier nicht. Müssen ich nicht hier rüber, ne? Hoppa! Doch, Orks! Nun, dann muss ich wohl gegen meine Brüder kämpfen im Trauma. Nicht schön. Gar nicht schön. Sie haben tapfer gefochten. Na denn. Am besten... Falsch gedrückt, Hilfe! Warte mal, ich muss kurz mal mich um diesen blöden Magier hier kümmern. Au! Ich glaube, ich bin schon tot. Nein, ich wollte meinen Heiltrank. Ich hatte ihn schon. So. Sind wieder im Rennen. Gefährliche Krieger hier. Gefährliche Ork-Krieger. Wahrhaftig. Gut. Und jeps. Eine weitere Schale. Gereinigt. Dann glaube ich noch in diesen Turm hier drüben rein. Er geht nur zum Klauen in die Stadt. Er meint, geschenkt bekommt er ja eh nie etwas. Ein gewaltiger Krieg war es auf alle Fälle. Hier, das sind die Wachen. Ich muss hier noch drüben, denn ich... Ups, nicht in den Pfeilhagel hinein. Verdammt, sie haben mich bemerkt. Und... Hopp! Meisterin. Ha, sie haben sich wahrlich gut geschlagen. Wahrlich. Und? Hier kommt man recht einfach durch. Hier. Das müsste das Letzte sein. Drüber. Zurück, ne? Ich denke, das wäre das Beste. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt.
Wo muss ich hin? Nach oben. Schon, ne? Ah, hier. Seid ihr bereit für den Ruhm, Leutnant? Unsere große Stunde steht bevor. Diese grünhäutigen Bestien denken, dass sie uns besiegt haben. Natürlich. Bald werden sie merken, wie sehr sie sich geirrt haben. Wurde der Inhalt von Resal Jules Paketen in die Feuerschalen gegeben? Ja. Ja, mein König. Aber es geschah rein gar nichts. Noch nicht, aber das wird es noch. Wir werden gegen die Reihen des Feindes anstürmen und dann werden sie sehen, was wahre Entschlossenheit ist. Ich habe Hauptmann Ta'erm und der Leibwache den Befehl überbringen lassen, zur Bresche in der Nordmauer vorzustürmen. Sagt dem General, dass auch er seine Truppen darauf vorbereiten soll. Wollt ihr also, dass wir uns auf einen Sturmangriff auf die Reihen der Orks vorbereiten? Seid ihr schwer von Begriff, Leutnant, oder einfach nur ein Feigling? Ich möchte mich ungern wiederholen. Sagt General Datieu, dass er die Soldaten auf einen Sturmangriff gegen die Orks im Süden vorbereiten soll. Ich werde mein Schwert aus dem Nordturm holen und danach auf dem Schlachtfeld zu euch stoßen. Jawohl, Eure Majestät. Ich werde es dem General ausrichten. Ein durchgeknallter König. Der gegen die Orks gezogen ist. Ein Brief. Ich mag zwar Schornhelm verloren haben, aber dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Dieser verfluchte Emmerik überschätzt sich selbst sein Brief von diesem verrückten König selbst. Er wird einen Fehler machen und dank meiner Genialität werde ich jeden Fehltritt und jede Stolper nutzen. Rückzug niemals. König Ranzer zieht sich nie zurück. Mein strategisches Einnehmen dieses Hügels wird als wichtigster militärischer Sieg in der Geschichte Kluftspitze in die Bücher eingehen. Sollen sie mir doch so viele Orks entgegenwerfen, wie sie haben. Wir werden diesen Hügel auf ewig halten. Ich werde diesen Krieg gewinnen. Also spielt denn meine Brüder die Schlüsselrolle in diesem Krieg. Vielleicht wurden sie sogar verheizt vom König Emmerik. Ich benötige Hilfe. General? Und? Hat der König wieder Vernunft angenommen, da das dumme Experiment mit den Feuerschalen fehlgeschlagen ist? Erkennt er, dass dieser Kampf nicht gewonnen werden kann? Nein, nein, General. Ich habe noch einmal nachgefragt. Im Gegenteil, er plant einen Sturmangriff auf die Reihen der Orks. Dann hat er wirklich den Verstand verloren. Es gibt keinen Grund, noch mehr Leben für eine Sache zu opfern, die längst verloren ist. Wir werden dem König Einhalt gebieten müssen. Habt ihr Hauptmann Ta'erm gesehen? Wir beide sollten das gemeinsam tun. Der König meinte, er hätte bereits seine Befehle an Hauptmann Ta'erm auf den Weg gebracht. Verdammt. Wie ich sie kenne, wird sie diese Befehle ohne Zögern befolgen. Und das wird die Leibgarde des Königs das Leben kosten. Ihr müsst Ta'erm finden und sie überzeugen, von einem Angriff abzusehen. Falls sie sich weigert, dann sucht nach der Truhe mit Schriftrollen des Schlafs und verwendet eine davon, um sie alle auszuschalten. General, werdet ihr den König zur Rede stellen? Ja, es ist wahrscheinlich am besten, wenn ich allein gehe. An diesem Punkt bin ich zu allem bereit. Ich werde dem König eine letzte Chance geben, Vernunft walten zu lassen. Doch falls er das nicht tun sollte, werde ich ihn dazu zwingen müssen. In Ordnung. Ich gehe mich um die Leibwache des Königs kümmern. So, dann kümmern wir uns mal um die Leibwache des Königs. Ja, total schön hier. Eine schöne kleine Queste. Wir müssen um den Turm herum. Okay, dann Schwert gezückt. Ja. Und so, endlich ist es schlicht. Nicht. Merken die uns nicht? So. Hier brennt's gewaltig. Jupsa. Dort unten ist die Hauptmännin, ne? Warte mal, oder setzt die Schriftrolle des Schlafes ein? Moment mal, wir gehen mal ein bisschen hier rüber, ne? Vielleicht ist da die Schriftrolle des Schlafes. Falls wir sie nicht überzeugen können, ne? Ah.
Kein Heiltrank. So. Einmal schauen hier. Wo soll das sein? Ah, Moment, eine Truhe. Mit der Schriftrolle des Schlafes. Ich nehme sie mal mit. So, dann wieder nach oben. Wo ist die Hauptmännin? Hier. So, die Schriftrolle benutzt. Gut. Nun denn, zurück zum Turm. Mal schauen, was der General zu leisten vermag. Hallo. Hallo, hallo, hallo. So, Moment. Boah. Sind Sie noch weiter nach oben? Nein. Völlig falsch. Verdammt, wo sind denn die hin? Ah, wir sind da. Oh, hätte ich nur mal drauf geschaut. Hätte ich nur mal drauf geschaut. Ich habe gedacht, also mir was, wenn der mit dem König redet, habe ich gedacht, das kann doch nur hier sein, oder? Ja, falsch gedacht. Falsch gedacht. So, wir schauen lieber nochmal. Ja, wir nochmal in die falsche Richtung gehen. Ja, wir müssen hinten. Wir müssen sogar hinten rum. Wir waren sogar schon fast dort. Durch die Büsche durch. Hoppa! So, hier, ne? Wo ist... Hört auf, euch wie ein Feigling zu benehmen, Dathieu. Ich bin euer König und ich werde euch heute zum Sieg führen. Eure Majestät, ihr habt zweifelsohne den Verstand verloren. Es tut mir leid, aber ihr lasst mir keine Wahl. Es ist vollbracht. Heute muss niemand mehr unnötig sterben. Oh, ich glaube doch. Verräter! Euer jämmerlicher Verrat wird Rezal Jules Magie nicht aufhalten. Wir werden ewig leben, aber ihr nicht. Wieder ich verfluche euch und werde eure Knochen verstreuen. Sterbt, verräterischer Hund! Ich bin zurück. Wieder dieser Rezal. Was ist mit euch geschehen? Es wirkte, als wenn ihr einen Augenblick lang benommen gewesen wäret. Richtig. Ich habe eine Vision der Vergangenheit erlebt. Es war fast so, als wäre ich dort gewesen. Erstaunlich! Habt ihr gesehen, was mit König Ranzer geschehen ist? Waren es die Orks, die ihn getötet haben? Oder sind die Gerüchte wahr? Wurde er verraten und von seinen eigenen Soldaten getötet? Ja, König Ranzer, er wurde verrückt. Und General Dathieu tötete ihn. Ah, General Dathieu, natürlich. Ich hätte es wissen sollen. Es heißt, dass seine Knochen in den Ruinen verstreut liegen. Ich schätze, das war Ranzers perverse Vorstellung von Rache. Aber sagt mir, habt ihr erfahren, wie man den Fluch des Untodes hier aufheben kann? Nicht wirklich. Doch vielleicht sollten wir die verstreuten Knochen des Generals sammeln. Was dann? Wird er auferstehen und den König erneut töten? Keine Ahnung. Ich schätze, wir müssen abwarten und es selbst sehen. Nehmt den Schädel. Entschuldigung. Entschuldigung. So, wir nehmen den Schädel. Bisschen zu voreilig. So, dann... werden wir mal die verstreuten Knochen aufheben. Ups. War der schon am Ende? Hey. Gott sei Dank. Aus der... Was ist denn das hier für ein Feuermeer?
Na komm. Darf ich nicht meine Peitsche einsetzen? Ah, jetzt. Hey. Ah, man muss da auch mal blocken. Zwischendurch. So, das könnten einige Überreste der Knochen sein. Mhm. Gut. So, wo sind weitere? Die graben. Vielleicht graben die auch nach den Knochen. Ah. Vielleicht graben die auch nach den Knochen. So, ich schau mal hier entlang. Oh, Moment. Nee, dorthin. Nein, ist halt nicht weg. Wo seid ihr? Ihr. Und danach dieser Nekromant. Gegen einen Feuerdrachenritter. Habt ihr nicht die geringste Chance? Moment. Ah, wo kommst denn du her? Noch ein Schlag. Halt, die Glyphe wollen wir nicht. Aber die Knochen möchte ich. Komm her, Knochen. Ah. Weiter geht's. Wieder reingerannt. Ah, nochmal. Alte Orkkrieger. Obwohl, wer weiß es nicht, ne? Es könnten auch die des Generals Ranciers sein. Na, kommt. Juhu, ich habe ja mal geblockt. Kaum. Oh, diesmal. Doch, diesmal auch. Peitschen wir ihn zu Tode. Ja, der ist ja eigentlich schon tot. Zu Untode. Nun, weitere Knochen. Ich bin wieder ganz. Oh. Trefft mich dort, wo ich den verrückten König erschlagen habe. Vielleicht kann ich diese schreckliche Existenz beenden. Aha. Warte mal, ich glaube, mich verfolgen. Nee, mich verfolgen keiner. Komm ich hier vielleicht. Ach ja, wartet. Wir wissen, wo das ist. Upsa. Das war dort hinten, ne? Vielleicht kommen wir so durch. Ranciers, ihr seid doch wahnsinnig. Höchste Zeit, all dem ein Ende zu setzen. Ich kann dir nichts hinzufügen. Dieses Mal breche ich euch alle Knochen, Dathieu. Ey, nein! Ihr sollt... Wieso? Verdammt! König ist gefallen. Kommt, wir müssen uns sprechen. Oh, verrückt. Hier ist er, der Geist
des Generals. Mit der Zeit habe ich mich oft gefragt, ob es richtig war, was ich tat. Ich wollte das Leben meiner Soldaten retten. Aber ich habe nur König Ranzer dabei geholfen, seinen Fluch zu verbreiten. Jetzt, ob richtig oder falsch, bin ich erlöst. Der Fluch wurde gebannt und die Toten können ruhen. Heißt das, die Untoten, sie sind aus den Ruinen verschwunden? Ja, sie haben ihren Frieden gefunden. Sogar König Ranzer, denke ich. Er war einst ein weiser und tapferer König, wisst ihr? Ich hoffe, dass die Geschehnisse hier seinem Andenken nicht noch weiteren Schaden zufügen. Doch das liegt nicht in meiner Hand. Lebt wohl, mein Freund, und hab Dank. Es ist immer wieder schade, dass Männer, die einst gut waren, tugendhaft des Wahnsinns verfallen, insbesondere Könige. Insbesondere Könige. Aha, Geschichte wird von... Das könnte man mal lesen. Von Serinalgan, ein königlicher Schreiber. Und dann, ne, also wer das jetzt nicht mehr anhören möchte, ich beende schon mal und sag schon mal Tschüss. Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Also kann ich mir gut vorstellen, wie man sich an König Ranzer erinnern wird. Aber es ist seit jeher meine Aufgabe, mich um König Ranzers Aufzeichnungen zu kümmern. Und das ändert sich zumindest, meiner Meinung nach, auch angesichts unserer neuen Umstände nicht. Aber eines nach dem anderen, verzeiht bitte. Erlaubt mir ganz am Anfang zu beginnen. Nach fast einem Jahr des Konflikts hatten Emmerich und seine Verbündeten König Ranzers Truppen bis an den Rand der Niederlage getrieben. Wir bereiteten uns darauf vor, unser letztes Gefecht im Ödmarkmoor zu kämpfen, da wir zwischen einer bretonischen Armada und orkischen Truppen gefangen waren. Ich bin mir sicher, dass die Geschichte beschreiben wird, wie König Ranzer an diesem Tag gefallen ist. Aber das wäre eine Unwahrheit. Der König von Wegesruh eilte, oder es ereilte ihn ein völlig anderes Schicksal. Es stimmt, dass der Großteil der Armee König Ranzer bei der Schlacht im Moor aufgerieben wurde, aber Ranzer konnte mit einer kleinen Gruppe Soldaten und Gehilfen entkommen und sich bis auf einen namenlosen Hügel über der Stadt Schornhelm zurückziehen. Auf diesem Hügel war es, dass König Ranzer seinen letzten Plan umsetzte, der König Emmerich und seine niederträchtigen Verbündeten in die Knie zwingen sollte. Mittels eines arkanen Rituals aus der Feder des Hofmagiers Rezal Chul verwandelte der geniale König Ranzer das Gros seiner treuesten und ergebensten Soldaten in eine Streitmacht für die Ewigkeit. Beim letzten Schritt des Rituals war jedoch ein Blutopfer erforderlich. Als der verräterische General König Ranzers, dessen Namen nie erwähnt und auf ewig vergessen werden sollte, seinen Lehnsherrn ermordete, war es königliches Blut, das das Ritual vollendete und unsere Verwandlung auslöste. Ich muss zugeben, dass mein nicht wirklich königlicher Geist die Feinheiten von König Ranzers Plan erst noch begreifen muss. Sein Ritual verwandelte uns allesamt in untote Soldaten, unsterbliche Skelette, die ihm bis in alle Ewigkeit zur Seite stehen können. Aber anstatt sofort zuzuschlagen und Emmerichs Truppen anzugreifen, befahl König Ranzer uns unsere Position zu stärken und uns die Verteidigung des Hügels vorzubereiten. »Dieser Hügel sei mein Thron«, verkündigte König Ranzer. »Von hier aus werde ich auf ewig herrschen.« Und jetzt kennt ihr das wahre Schicksal von König Ranzer und seinen treuen Soldaten. Meine Zeit als Schreiber endet hier, denn mein Lehnsherr braucht mein Schwert, jedes Schwert. Ich werde diese Aufzeichnung hier zurücklassen, sicher in diesem Turm, bis der Tag gekommen ist, an dem König Ranzer uns befiehlt, den Hügel zu verlassen und zurück nach Schornhelm zu marschieren. Interesting. Okay, das wird nicht gelesen. Haben wir noch was? Nee. Ja, denn, ne, für diejenigen, für diejenigen, die hier noch geblieben sind, eröffnet sich ein magischer Sonnenaufgang, Untergang, keine Ahnung, jedenfalls malerisch. Ciao.